Liebe Ruth, was ist denn dein nächstes Tanzstück und worum geht es? Es heißt Tempest nach der gleichnamigen Ballade von Bob Dylan. Da geht es um den Untergang der Titanic. Die Geschichte kennt ja eigentlich eh jeder. Wir haben das aber ein bisschen anders übersetzt, nämlich als die Reise einer mondänen Gesellschaft auf dem Schiff Erde in die Klimakatastrophe. Mit einem Hoffnungsschimmer am Ende, eine Mutter und ihr Kind überleben. Und wie habt ihr gearbeitet? Da gibt es drei Schienen. Erstens die Neueinspielung des Dylan-Songs durch den südsteirischen Sänger und Gitarristen Manfred Dalton Sucher und seine Band. Dann natürlich die Choreografie-Einstudierung mit neuen Tänzerinnen. Wir haben ein ganzes Jahr lang dran gearbeitet. Drittens haben wir ein Video gedreht. Wir waren da im Schnee und im Wasser. Auf der grünen Wiese. In einer alten Lagerhalle und bei einem noblen Abendessen. Und einen Teil haben wir auch vor dem Greenscreen gedreht. Das ist besonders gut geeignet für Passagen, wo ein Traum dargestellt werden soll. Weil da kann ich die Tänzerinnen vor einen surrealen, anderen Hintergrund stellen. Wann spielt ihr denn? Die Aufführungen sind am 9., 10. und 11. September im Kristallwerk und wir freuen uns auf dein Kommen.